geht's mal auf zur Donnerhallhöhle. Oh, ihr seid hier. Bzz, bzz. Meine Freunde sind in dieser Höhle. Bzz, bzz. Meine Freunde sollten in Ebene U6 sein. Bitte helft ihnen. Bzz, bzz, bzz. So, dann wollen wir hier mal weitermachen. Verwende Attacken nicht nur die regulären A-Angriffe für mehr Erfahrungspunkte. Wähle und fixiere eine Attacke. Das habe ich doch schon längst gemacht. Hier hätten wir direkt wieder die Treppe, aber ich will hier noch ein bisschen weiter erkunden. Hier ist Sackgasse. Du hast Geld aufgehoben. Okay, das war ein anderes Pfiffchen, was das Geld aufgehoben hat. Ja, hier haben wir das Geld. Und ich habe Level 8 erreicht und ich lerne eine Donnerwelle. Das ist eine sehr, sehr brauchbare Attacke in diesem Spiel. Einfach mal ein bisschen umschauen. Jetzt können wir ja ein bisschen mehr Items tragen. Insgesamt 20 Stück. Seitdem wir unsere Sammelbox halt haben. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Geld. Können wir auch mitnehmen. Und was haben wir hier? Ein Schlafsamen. Das ist doch sehr schön. Die Dinger sind immer brauchbar. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, wo war... Ach, hier war das, genau. Muss mir meine Knöpfe vielleicht noch ein bisschen anders belegen. Pfiffchen rennt zwar jetzt davon, aber gut. Wähle einen Partner über die Teamoption an und stelle seine Taktik und die Kurfähigkeiten ein. Teamkooperation ist das Zauberwort. Eine Amrena-Beere, die heilt Paralyse. Das ist doch sehr schön, dass wir sowas haben. Vor allem, weil wir hier noch in Generation 3 sind und ich als Elektro-Pokémon auch noch paralysiert werden kann. Hier einen Apfel. Iss ein Apfel oder ein Gummibonbon, bevor dein Magen leer ist. Öffne das Item-Inventar und wähle etwas aus. Ja, das ist so eine weitere Sache, die man hier immer wieder schön hat. Kann ich hier mal ganz kurz zeigen. Wir haben hier eine Magenanzeige, die steht momentan bei 69 von 100. Ist mein Magen leer, werde ich am laufenden Band KP verlieren. Und Chrissy erreicht Level 7. Noch einen Apfel. In den ersten Dungeons ist es noch nicht so wichtig, auf das ganze Essen zu achten. Und da bin ich auch gleich Level 9. Geht ja richtig schnell heute. Halte B und drücke die Pfeiltasten für mehr Tempo. Halte R und drücke die Pfeiltasten, um nur diagonal zu laufen. Yep, das ist ein sehr, sehr nützlicher Tipp. Da haben wir noch einen Apfel. Wieso spawne ich eigentlich immer dann in der Treppe, wenn ich den Dungeon erkunden will? Gerade bei den ersten ist das immer so eine Sache. Da sollte man schauen, dass man viel erkundet, ein paar Items mitnimmt, einen Haufen Geld auch. Später freut man sich, wenn man direkt neben der Treppe spawnt. Eine Sinelbeere füllt KP auf. Öffne das Menü durch Drücken von B und wähle sie dann im Item-Inventar aus.
Und das ist ein bisschen besser als die Sinelbeeren, die man aus den Hauptspielen kennt, weil die füllen nicht nur 10 KP auf, sondern ganze 100. Also, solange wir nicht unbedingt auf die 100 KP sind, wir sind momentan bei 37, wird es uns eigentlich die ganzen KP auffüllen. Den Tipp hatten wir, glaube ich, schon. Ja, hatten wir, als wir den ersten Apfel gefunden haben. Haben wir nochmal 62 Poké, noch einen Apfel. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Geld. Geld schadet nie. So, da habe ich ein Nidon. So, der hat uns gerade einen Heuler gemacht, dann nutzen wir mal dieses Wunderfeld. Hier, einmal Donnerschock. So, noch einen Apfel. Schadet ja nicht, wenn man mehrere davon hat. Ich bin schon Level 10. So. Dann gehen wir jetzt mal noch schön zur Treppe. Da verfolgt uns ein Elekid. Ich habe keine... Ich habe keine Donnerschock-Attackenpunkte mehr, sehe ich gerade. Komm schon, lass dich davon treffen. Will nicht. Gut, dann müssen wir ihn halt so kaputt kloppen. Und Chrissy erreicht Level 8. So, mach ihn mal fertig. Jetzt vielleicht mal paralysieren? Ja, danke. Oh, das ist sehr schön, dass wir sowas haben. Georockfrox, das ist ein sehr, sehr brauchbares Item. Das wollen wir doch gleich mal fixieren. Dann... Voltoball wegmachen und dann beenden wir den Dungeon hier. Oh, da sind sie. Bringen wir sie sicher hier raus. Unsere Körper getrennt. Bzz, bzz. Freude. Bzz, bzz. Hurra. Bzz, bzz. Hurra. Bzz, bzz. Wir danken euch beiden. Ihr seid Helden. Danke. Bzz, bzz. Wir kriegen 500 Poké zur Belohnung. Wir kriegen außerdem einen Belebersam. Das ist sehr schön. Und außerdem das Item Fragia-Beere. Belebersamen sind so ziemlich die besten Items neben Gummibonbons, die man hier kriegen kann. Ich bin froh, dass die Rettung heute erfolgreich verlief. Dies war also unser erster richtiger Auftrag als Retterteam. Ich war ganz schön angespannt und nervös. Ich bin total müde. Ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Lass uns morgen genauso erfolgreich weitermachen. Schlaf gut. Ja, das Abenteuer wollen wir doch speichern. Speichern erfolgreich. Wo bin ich? Träume ich etwa noch? Was? Da ist jemand. Wer nur? Jemand, den ich kenne? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Aber ich kann mich nicht mehr genau an ihn erinnern.
Ach, was soll's. Auf zu neuen Rettungstaten. Mal sehen, was heute im Briefkasten steckt. Ups, zu weit gelaufen. Aber da ist kein Auftrag für das Retterteam. Schade. Guten Morgen, Kilian. Bist aber früh auf den Beinen. Oh, hast du schon im Briefkasten nachgesehen? Und, war etwas Interessantes in der Post? Neue Rettungsjobs für uns? Was? Der Briefkasten war leer? Das dachte ich mir. Schließlich sind wir ein ganz neues Team. Es ist schade. Sollen wir zum Pokémon-Platz gehen? Ich denke, wir sollten uns das Infobrett der Pelipper-Post ansehen. Da finden wir bestimmt Rettungsjobs. Der Pokémon-Platz liegt in dieser Richtung. Komm, gehen wir. Dies ist der Pokémon-Platz. Dies ist der Kecleon-Laden. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Das ist die Snobili-Card-Bank. Hier kannst du dein Geld einzahlen. Hier haben wir den Schluckhook-Link. Schluckhook kombiniert Attacken für dich. Wie? Was kombinieren heißt? Nun kombinierst du Attacken. Kannst du sie gleichzeitig einsetzen? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, solltest du unbedingt Schluckhook selbst fragen. Dies ist das Kangama-Lager. Hier kannst du Items lagern, sodass sie nicht verloren gehen. Besitzt du wichtige Items, solltest du sie unbedingt bei Kangama lagern, bevor du in einen Dungeon gehst. Und, was meinst du, an diesem Ort finden wir doch manches, was uns weiterhilft. Ach ja, dort hinten ist die Pelipper-Post. Man muss nur weiter in diese Richtung gehen. Wir bekommen dort bestimmte Informationen zu Rettungsjobs. Lass uns zunächst zur Pelipper-Post gehen. Ja, machen wir das doch. Das Gebäude ist die Pelipper-Post. Hier werden Informationen von Pokémon aus allen möglichen Gegenden gesammelt, die Hilfe benötigen. Hier, sieh dir das Infobrett an. Dort werden Rettungsjobs ausgehängt. Sollen wir uns das mal ansehen? So, dann schauen wir nochmal, was es hier gibt. Wir haben 3 Missionen für die Donnerhallhöhle. Die nehmen wir doch alle mal mit. Dann wollen wir die mal auf Ausüben machen, damit wir sie auch machen können. Siehst du, da hängen Rettungsjobs aus. Wenn du ein Pokémon retten willst, suche dir einen Job heraus und bestätige die Wahl mit OK. In deiner Jobliste wählst du einen Auftrag aus und bestätigst das mit Ausüben. Dann geht's los. Wählst du Ausüben nicht aus, kannst du den Job nicht ausführen, auch wenn du in den Dungeon gehst. Da wir noch ganz am Anfang stehen, kommen für uns nur die Jobs in Frage, die hier aushängen. Aber mit jedem Job wird unser Team bekannter werden. Und dann werden wir mit Sicherheit Aufträge für Rettungsjobs mit der Post bekommen. Wenn du einen Rettungsjob übernehmen willst, wähle einen aus der Jobliste, dann wähle ausüben. Das solltest du regelmäßig tun. Ja, das haben wir ja jetzt gerade schon gemacht. Ich bin ja hier auch kein Anfänger mehr in diesem Spiel. So, wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 1024, das ist ja richtig viel. Schauen wir doch mal, was hast du denn? Nichts, was ich jetzt sonderlich interessant finde. Dann darf es nur Billigkarten, wenn wir mein ganzes Geld haben. So. Dann bei Kangama schauen wir auch mal vorbei. So. Dann, was lagern wir denn jetzt hier ein? Immer noch also eine Amarena-Beere würde ich gerne mitnehmen. Apfel reicht mir einer. Piersiv-Beere auch. Sinelbeeren hätte ich gerne 2 dabei. So, dann schauen wir das doch nochmal an. Also ich habe jetzt 2 Sinelbeeren. Moment, jetzt können wir das Ganze mal sortieren. So, 2 Sinelbeeren, einmal Piersiv, einmal Fragia, einmal Amarena. Ein Apfel, 4 Georock-Brocks.
Okay, den Schlafsamen können wir noch lagern. Den brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Den können wir uns für später aufheben. So. Das sollte nämlich an Items erstmal reichen, was wir hier haben. Und dann wollen wir doch mal unseren ersten richtigen Job ausführen. Dann gehen wir halt nochmal in die Donnerhöhle. Da waren wir ja erst gestern drin. So. Vor allem wäre es mir mal wichtig, dass ich Level... Ach, Moment, jetzt müsste ich direkt mal was machen. Mich für den Donnerschock wieder fixieren, weil jetzt habe ich ja wieder Attackenpunkte. Mir wäre es wichtig, dass ich Level 11 und das Chrissy Level 10 erreicht. Für mich wäre das wichtig für den Ruckzuck-Keep und für Chrissy für die Aquaknarre. Donnerhallhöhle U2. Hier haben wir, glaube ich, noch keinen Job. Hätte uns das Ganze auch gesagt. So, Moment. Wie war das nochmal? Gott, wenn ihr jetzt nochmal wüsste, wo ich die ganzen Knöpfe hingelegt habe. Ach, Moment. Hier war es, genau. Ah, okay. Mal schnell das Wunderfeld benutzen. Statuswerte wieder normalisieren. Falscher Knopf. Ich muss mir die echt noch mal ein bisschen woanders hinlegen. Wieder eine Treppe, das ist sehr schön. Eine Zielebene erreicht, ja, und das Ziel ist auch gleich hier. Das Taubsi wollen wir mit dem Ritterorden retten. Und ja, da haben wir unsere erste Mission schon erfüllt, aber wir wollen den Dungeon noch nicht verlassen, weil wir haben ja hier noch zwei weitere Jobs, die wir erledigen können. So viele Pokémon hier. Lieber gleich auf die nächste Ebene. Dann schauen wir hier doch auch mal, was wir hier finden. Ein Apfel. Solange ich Attackenpunkte vom Donnerschock habe, ist alles kein Problem. Da rennen wir mal wieder schön in die Statik rein. Das ist doch sehr schön. So, hier ist die Treppe. Wir brauchen aber erst noch unser Missionsziel. Ja, das ist nämlich hier. Komm, bleib stehen. So, das Nidoran retten wir hier jetzt auch. Ich will den dann schon immer noch nicht verlassen. Wir haben hier schließlich noch ein paar weitere Missionen. Also, eine haben wir ja noch. Das ist das Fiese an einem Ruckzuck-Keep. Kann man schon aus Einfeldentfernung benutzen. Gilt hier für alle Prioritätsattacken. Da haben wir ein Elekid. Okay. Bevor du hier meinem Partner noch mehr Schaden zufügst, stelle ich mich da mal dazwischen. Und Level 11. Jetzt habe ich Level 11 erreicht, bevor Chrissy Level 9 erreicht. So, da können wir den Heuler wegmachen. Den brauchen wir doch eh nicht. Jetzt habe ich zumindest mal eine zweite Attacke zum Angreifen. Oh, und Chrissy erreicht gleichzeitig Level 9. Das ist schön. Jetzt braucht Chrissy noch ein Level und dann hat er zumindest mal seine erste Step-Attacke. Ein Plussiv-Samen. So. Jetzt haben wir hier noch das Sonnenkern, das wollen wir doch auch noch retten. So, jetzt können wir den Dungeon verlassen. Und ja, ich möchte wirklich gehen.